Halt mal. Na, ihr quetscht wieder Kinder, so. Ihr quetscht wieder so. Schon klar. Bauchatmung. Und? Ja. Aha, Kiha. Ja. Nicht an den Kehlkopf denken. Oben denken, oben. Kinder, ich glaube, wir brauchen jetzt mal wieder eine kleine Kehlkopfentspannung. Kehlkopfentspannung, richtig. Weiter. Schwester Hilde ist wieder da. Komm, komm. Klaust! Geschlossen! Wie bitte? Die haben schon zu. Ein von der Meldeamt, 9 Uhr bis 12. 12 Uhr 1. Welcome back. Beziehungsstress? Und deshalb verschwinden Sie so einfach mir nichts, dir nichts, weil eine ehemalige Studienkollegin Liebeskummer hat. Ja, hätte ich Sie vielleicht allein lassen sollen. In dem Zustand. Muss ich Ihnen sagen, wie unsere Gemeinschaft hier funktioniert, Schwester Hilde? Im 5. Novizinnenjahr? Mein Gott, was ist denn passiert? Ich habe eine Freundin getröstet und 2 Stunden Gebete versäumt. Seien Sie doch froh, dass ich es nicht war, die Beziehung Stress hatte. Na, nun langt's aber! Können ich einfach unangemeldet eine ganze Nacht, einen halben Tag lang weg sein und sich jetzt auch noch Frechheiten herausnehmen? Ich habe jemandem beigestanden, als er dringend Hilfe benötigt hat. Was ist denn das hier? Ein Kloster oder ein Knast? Sie müssen nicht hier sein, wenn es Ihnen so missfällt. Noch sind Sie nicht endgültig aufgenommen. Ich werde mit der Oberin sprechen. Blöde Kuh. Bitte? Ich habe sie oft genug gewarnt. Das mit der Oberin, das war aber nicht Ihr Ernst. 3 Tage vor Ihrer Einsegnung, das können Sie nicht machen. Hast du gesehen unterwegs, da wo unser Hof war? Hm.
Ein Autoschrottplatz. Klar, dass da nichts mehr sein würde von zu Hause. Aber sowas. Du willst jetzt aber nicht heulen, oder? Vielleicht lebt sie gar nicht mehr. Elli? Aber sicher doch. Vielleicht erkenne ich sie gar nicht mehr. Und diese Zellen waren noch Luxus. Davor gab es nur einen zugigen mittelalterlichen Großschlafsaal. Zum Glück haben unsere Schwestern heute etwas mehr Komfort. Und das sind tatsächlich evangelische Nonnen? Ja, ja, da staunen immer alle. Evangelische Ordensschwestern. Doch, doch, die gibt's. Nennen sich Kommunitäten. So, das war das Ende meiner Führung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Wiederschauen. Vielen Dank für die Führung, Herr Pastor. Oh, da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin kein Pastor. Ich bin engagiert in der Kreis- und Gemeindearbeit, aber rein ehrenamtlich. Das hält mich auf Trab. Herr Schmidt? Ja? Ach, Schwester Lydia. Haben Sie mal kurz Zeit? Aber natürlich. Jetzt wusste ich nicht mehr, was ich schreiben soll. Schönen Gruß vom Bischofsvikar. Danke. Wir hatten die Nodaltagung gestern. Mhm. Sag mal, hast du Lust, ein paar Schritte zu gehen? Glaubst du, irgendjemand käme mal alleine auf die Idee, diesen Wildwuchs hier abzumähen? Du erwartest einfach zu viel von den Menschen, Elisabeth. Und Fehler machen, Nachlässigkeiten, ist doch menschlich. Warum übernimmst nicht du meinen Job? Du würdest ja eine fabelhafte Äbtissin abgeben. Nein. Schwester Hilde zum Beispiel hätte es verdient, dass du noch einmal vertrauensvoll mit ihr sprichst, bevor du endlich... Ach, hat man dich mal wieder vorgeschickt, als guten alten Freund. Bitte, es ist doch nur... Netter Versuch, vergiss es. Elisabeth. Bis morgen. Und ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Dein Wort, o Herr, steht fest wie der Himmel. Dein Wort, o Herr, bleibt ewig. Sind wir dafür nicht ein bisschen zu alt? Wir wollten zum Einwohnermeldeamt. Bitte die Treppe hoch. Personenauskunftsanträge nur schriftlich. Wie bitte? Die Bearbeitung kann 14 Tage dauern, bei Archivanträgen etwas länger. Was machst denn du da? Idee im Archiv waren, bin ich unter der Erde. Was hast du denn jetzt vor? Keine Ahnung. Hier muss man ja anscheinend alles selber machen. Aber sobald das Haushaltsbudget bewilligt ist, kaufen wir einen neuen Rasenmäher. Das war doch abgemacht. Bis dahin ist längst Gras über mich gewachsen. Oh Gott. Das brauche ich. Ja, da bräuchte ich das Rezept. Sorry? Das Präparat ist verschreibungspflichtig. Ja, die Verordnung vom Arzt. War klar. Ohne Antrag und Verordnung geht hier gar nichts. Sie haben doch bestimmt etwas Ähnliches da, das ohne Eingabe beim Bundesverfassungsgericht über den Ladentisch geht. Nein! Geht doch.
Es ist aber nicht das Gleiche. Darauf muss ich ausdrücklich hinweisen. Ja, scheiß da runter auf. Harry? Harry Berg. Bruno. Hey. Wie findet ihr das, Jungs? Die ganzen alten Aufnahmen, alles noch da. Ja, liegen bei mir auf dem Dachboden. Wir können gleich mal einen Blick drauf werfen. Hey, lass uns das nächste Mal machen, ja? Du hast nicht zufällig eine Ahnung, was aus Ellie geworden ist. Ellie? Elisabeth Lange? Ja. Ja, natürlich, deine Ellie. Ach, dann weißt du das noch gar nicht. Was denn, mein Gott? Ja, bei Gott. Na, die ist doch schon seit Jahren in Ilmenbeck. Wo? Nicht dein Ernst. Die beiden Herren stammen wie ich hier aus der Gegend. Alte Bekannte. Aus Kindertagen. Was hat sie gesagt? Ja, da haben sie sich bestimmt ganz viel zu erzählen. Ich sag mal Bescheid, dass noch zwei Gedecke aufgehört. Nein! Ich muss sowieso in die Küche. Tun? Ach. Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich mach das schon. In den Vereinigten Staaten? Als Roadies, Schwester. Ja. Roadies organisieren Auftritte von Musikgruppen. Instrumente, Verstärker, Lichtanlagen. Die letzten Jahre waren wir allerdings nicht mehr aktiv. Harry hatte einen Musik-Equipment-Store in Austin und ich hatte daneben meinen Motorrad-Repair-Shop. Und da sind Sie seit Ihrer Jugend nie mehr hier gewesen? Seitdem 28. Oktober 1958. Seit Bill Haleys Konzert in Hamburg. Da hat alles angefangen. Haben Sie schon eine Unterkunft? Wir haben noch Gästezimmer. Ja, nein. Sicher. Die Betten sind nicht bezogen. Die Zimmer sind nicht gemacht. Wir wollen Ihnen nicht zur Last fallen.
Unsinn. Ich kümmere mich darum. Es macht mir auch gar keine Umstände. Vielleicht können Sie sich auch mal um den Rasen kümmern, wenn Ihnen das alles keine Umstände macht. Entschuldige. Hm. Nein. Ich muss mich entschuldigen. Wir hätten dich nicht so überfallen dürfen. Nein, das meine ich gar nicht. Rauchen ist hier verboten. Entschuldigung. Ellie. Tja. Besser als im Zelt. Weißt du, was das ist? Das habe ich seit 50 Jahren bei mir. Erinnerst du dich an unseren Ausflug nach Wangerhoek? Wir hatten den ganzen Tag gestritten, ich weiß gar nicht mehr warum. Jesus, hast du mich angefaucht. Aber dann folgte eine tolle Versöhnungsnacht. Nonne geworden bist. Ich bin keine Nonne. Wir sind eine evangelische Kommunität. Ah. Na, kein Wunder jedenfalls, dass ich keinen Telefoneintrag von dir gefunden habe. Nein, wir haben hier nur eine gemeinsame Klosternummer. Nirgends. Kein Internet, keine Auskunft. Ich wusste natürlich, dass du einen anderen Namen hattest nach deiner Heirat. Ich habe nicht geheiratet. Du machst es immer noch. Was? Was willst du hier? Jedenfalls nicht streiten. Nach all der Zeit, nein. Obwohl ich allen Grund hätte, dir böse zu sein. Aha, böse, du mir. Du hast mir nie geantwortet auf meine Briefe. Harry, du hast mir nie geschrieben. Jeden Tag. Am Anfang habe ich dir jeden Tag geschrieben. Und angerufen habe ich auch ständig. Aber du hast dich verleugnen lassen. Sag mal, bist du wirklich so scheinheilig? Warum sagst du das? Na, dann frag mal Fred. Welchen Fred? Fred Schmidt? Der ist doch verschwunden. Weißt du denn, wo er ist? Hier! In seinem alten Elternhaus. Wo sonst? Bis 3 Uhr hat er Kirchenkreissitzung und ab 3:30 macht er hier seine Führung wie jeden Tag. Das ist aber nicht wahr. An seine Adresse habe ich alle Briefe geschickt, damit deine Eltern nichts merken.
Geh jetzt bitte. Ich muss arbeiten. Wann ist der letzte Brief an Fred zurückgekommen mit dem Vermerk unbekannt verzogen? Anfang 60, glaube ich. Bitte? Anfang 60! Da habe ich noch mal einen Versuch gemacht. Aber Fred war immer die Zuverlässigkeit in Person. Mein Postillon d'amour. Mein Go-Between. Der Überbringer meiner Herzensergüsse. Was denkst du? Frag mich um 3:30 nochmal. Wo gehst du hin? Beine vertreten. Halme absäbeln oder ihre Knöchel? Warten Sie mal, ich kann Ihnen helfen. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Darf ich mal? Danke. Immer schön locker an den Knien und nur den Oberkörper. Wow. Naja, aber ehrlich, wollen Sie sich wirklich mit dieser stumpfen Gurke hier abmühen? Ihre Zusage zum Treffen geistlicher Gemeinschaften steht noch aus. Und ich habe hier noch mal einen Brief an den Stiftungsfreundeskreis aufgesetzt. Herr Schmidt hat doch heute Kreissitzung bis 3, oder? Ja, kann sein. Herr Schmidt hat ja immer irgendeine Sitzung. Was soll denn das? Was hat denn das mit uns? Was macht sie denn da? Ja, sie sollte sich doch darum kümmern. Nee, mich. Geht der? Nein, leider nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das tröstet, aber selbst jemand wie Ronnie Wood, der ewige Lehrling, musste lange kämpfen, bis er ein anerkanntes Bandmitglied bei den Stones wurde. Danke, lieb gemeint. Aber es könnte sein, dass aus meiner vollwertigen Mitgliedschaft hier definitiv nichts wird. Ah! Ei, ei, ei. Kein Wunder, dass das Ding nicht läuft. Der Schlauch ist durch. Tja, das heißt dann wieder Sense, oder? Bitte nein, danke. Ich müsste eigentlich hier warten, aber wenn wir uns beeilen, hier gleich um die Ecke ist ein Schrottplatz, nicht weit. Gut. Also, dann ist Herr Berg gar nicht Ihr Bruder? Nee. Harry kam als Kriegsweise mit einem Flüchtlingstreck bei uns an. Meine Eltern haben ihn aufgenommen. Na, das war aber großherzig. Kann man so sagen, ja. Dafür war mein Vater später weniger großherzig. Hat es nämlich beide rausgeschmissen. Oh nein. Wieso denn? Ach, tut mir leid, es... Ich rede nicht nur so viel, ich bin definitiv auch zu neugierig. Das sagt Harry zu mir auch immer. Meine Mutter war 1956 gestorben. Von da an gab es zu Hause nur noch Zoff. Damals war ein großes Konzert in Hamburg. Und danach sind wir in verdammte Schlägerei geraten.
Achtung, da vorne müssen wir links. Da ist der Schrottplatz. Warten Sie auf die Führung? Mhm. Ich bin's. Elisabeth, das ist eine Überraschung. Ja, natürlich weiß ich, dass du jetzt Führung hast, aber... Ich bin sowieso schon zu spät. Ich muss etwas wissen, und zwar jetzt. Sofort. Was? Nein, also hör zu. Elisabeth, nein, ganz, nein. Was? Briefe? Elisabeth, ich verstehe nicht ganz, wie kommst du denn darauf? Tag. Tag. Wenn Sie schon mal vorgehen würden... Nein! Elisabeth, es hat nichts dergleichen gegeben. Nichts. Keine Briefe, keine Telegramme. Nein! Aber was ist das nur für eine Idee? Ich schätze, meine Mutter war sehr jung und überfordert. Vielleicht drogenabhängig, keine Ahnung. Was? Sie war jung und überfordert. Deshalb hat sie mich als Baby ausgesetzt. Das Einzige, was ich von ihr habe, ist so ein Zettel. Was? Ausgerechnet hier steht so ein Teil. Harry und Ellie. Entschuldigung, Schwester Elisabeth. Die hatten das Vorgängermodell. Haben ihre Ersparnisse zusammengeworfen und sich ein kaputtes Cabrio gekauft. Das war Anfang 58. Ellies Eltern durften nie was davon wissen. Durften überhaupt nichts von Harry wissen. Harry und ich, wir haben dran rumgeschraubt. Leider nie fertig geworden. Entschuldigung. Oh nein, der ist ganz falsch. Sie sagten alles, was Sie von Ihrer Mutter haben. Ach, ein Zettel. Einfach nur ein Zettel aus dem College-Block. Mit einer mädchenhaften Handschrift. Sie heißt Schwanhilde. Stellen Sie sich vor, als wäre ich nicht schon gestraft genug. Aber ich habe von klein auf dafür gesorgt, dass mich alle Hilde nennen. Ist irgendwas? Vielleicht streitest du auch noch ab, dass es den 28. Oktober 1958 gegeben hat. Es tut mir leid, aber ich kann erneut nicht folgen. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1372 wurde das Kloster im Stil der norddeutschen Backsteingotik wieder aufgebaut. Der Tag, an dem das Bill Haley-Konzert in Hamburg stattfand? Der Tag, der mit den legendären halbstarken Krawallen endete? Komm, jetzt lass es gut sein, auch in deinem eigenen Interesse, ja? Der Tag, an dem wir den Leuten vom Aufbau halfen und sie uns anboten, als Jungroadies mitzukommen auf Welttournee. Und zwar sofort, noch an eben diesem Tag! Das war meine Chance, Ellie. Das war unsere Chance, rauszukommen. Ich wäre niemals einfach so ohne dich gegangen. Ich wollte, dass du nachkommst. Und vielleicht sollte dir alles ausrichten an deinen Eltern vorbei. Ich will das alles nicht hören. Elisabeth, denk nicht weiter darüber nach. Das ist es nicht wert. Fred, ich wäre jetzt ganz gern ein bisschen allein. Natürlich.
Harry? Was ist los? Ah, Sodbrennen. Was? Diese fucking Klostersuppe. Kann ich irgendwie helfen? Nee, danke schön. Wo warst du? Ich habe einen Benzinschlauch besorgt. Diese Ratte. Fred? Meine ganzen Telefonate damals mit ihm. Alles Lüge. Dass sie mich nicht sprechen wollte. Dass sie einen anderen hatte. Alles Lüge. Wach auf, du Schläfer. Steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Das war ein Fehler, wieder herzukommen. Ich bringe hier alles durcheinander. Und es war ein Fehler, damals wegzugehen. Ah, hier. Das ist noch ganz. Weißt du was? Geh einfach wieder. Doch nicht zum Affen. Schwester Elisabeth, die Kinder warten. Ja, ich komme. Was hat sie gesagt? Ich habe Chorprobe.
Ja, das tut mir jetzt leid, Kinder. Was wollten wir jetzt machen? Vielleicht brauchen wir jetzt eine kleine Kehlkopfentspannung. Ja, die brauchen wir jetzt. Ihren Bruder könnten wir hier gut gebrauchen. Hm. Ach, kannst du dich noch ans Heumachen erinnern? Ab jetzt noch. Kerl ist es. Schwielen an Händen. Ja, war eine Plackerei, aber danach der Geruch von frisch gemähtem Gras, milde Abendluft. Und der Dieseldunst vom alten Hanumak von deinem Vater. Na, verträgst du das? Gut gemacht, wieder hierher zu kommen. Ich bin gar nicht mehr sauer auf meinen Alten. Friede seiner Asche. Du erinnerst dich an Lakota Jim? Natürlich. War schon eine Roadie-Legende, als wir gerade anfingen. Und eines Abends? Wir waren mit Fetz auf Tour. So nahm er seinen Medizinbeutel vom Hals, von dem er sich nie trennte, weißt du? Legte ihn auf den Tisch und sagte, Jungs, Zeit zum Sterben. Folks, time to die. Dann ging er raus. Und kam nie wieder. Und kam nie wieder, richtig. Und? So einen Abgang wünsche ich mir auch. Du weißt nicht. Weißt du, wie die nette Nachwuchsschwester heißt? Hilde, nein? Genauer gesagt, Schwanhilde. Das ist aber nicht wahr.
Ich müsste ersticken, wenn ungesagt bliebe, was unbegreifbar ist, dass du mich fallen lässt, als hätte es uns nie gegeben. Uns, Elli. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich so gedankenlos war, dich einfach so zurückzulassen. Ich kann auch nur noch selten durchschlafen. Ich komme oft nachts hierher. Deine Briefe. Harry, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Verzeih mir. Hast du damals wirklich gedacht, ich wäre einfach so mit dir mitgegangen? Wärst du? Bist du wegen mir damals? Ich meine, unseretwegen? War das der Grund, warum du denn... Ach, du glaubst, ich bin ins Kloster gegangen, weil du dich davon gemacht hast? Nein, ich habe mich nicht davon gemacht. Du hattest mit der Kirche doch überhaupt nichts am Hut. Ich habe meinen Glauben und meine Bestimmung erst entdecken müssen. Lange nach dir. Im Krankenhaus. Ich habe gelesen, dass du Krankenschwester gelernt hast. Die Arbeit in der Pflege und der Kontakt zur Diakonie waren schon ausschlaggebend für meinen Entschluss. Fast 7 Jahre Geriatrie. 4 Jahre Intensivstation. Weißt du, was das heißt? Sag's mir. Durch ihn weiß ich, dass der Tod keine Macht über uns hat. Auch eine Kerze anzünden. Es ist doch gut, dass wir alle Missverständnisse ausgeräumt haben. Jetzt können wir friedlich auseinandergehen. Eine Frage habe ich noch, bevor ich gehe. Hast du mich geliebt damals? So wie ich dich geliebt habe.
Jesus, Harry. Laut ab. Du hast Fieber. Quatsch. Mir fehlt nichts. Außer meinen alten Pillen. Du musst zum Arzt. Ich muss weg. Du legst sie sofort wieder hin. Kloster Immenbeck, Büro Schwester Lydia. Ach, Herr Schmidt. Ich bin nicht da. Also, ich weiß nicht. Ja, sagen Sie doch, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, sie ist nicht da. Nein, sie ist im Garten. Was? Die? Ach, Sie sind im Garten. Leid. Schön, dass ihr kommt. Habe ich schon erwartet. Moment. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ich hatte Harry die Kamera geliehen. Damals. Wo ist denn Harry? Deshalb bin ich hier, Bruno. Harry geht's nicht gut. Ich will seine Tabletten holen. Seine Tabletten? Na, die zum Lutschen. Die Sublingual-Tabletten, ja. War mir ja gleich klar, dass der einfache Basisanalgetiker nicht lange weiterhelfen, aber er wollte ja unbedingt. Was meinst du damit? Ja, sieht nicht gut aus, um ihn was. Ich meine, Tumorschmerzen müssen doch sehr gravierend sein. Ich habe mich gemartert mit der Frage, wie ich es dir verständlich machen soll. Aber es ist durch nichts zu entschuldigen. Durch nichts. Außer, dass ich es aus Liebe getan habe. Bitte? Ja, aus Liebe, Elisabeth. Aus Liebe zu dir. Fred! Du warst fast 40 Jahre glücklich verheiratet. Ich habe mich in die Ehe mit einer Frau geflüchtet, die ich nie wirklich liebte, weil ich dich nicht haben konnte. So wie du dich in die Ehe mit einem Jesus geflüchtet hast, weil du Harry nicht haben konntest. Mit einem Heiland an deiner Seite, da konnte ich mich arrangieren. Das ist alles nicht wahr. Oh doch, ich hatte mich damit abgefunden, deine Liebe nicht zu haben, wenn ich dafür deine Freundschaft besitzen konnte, in deiner Nähe sein durfte. Weshalb glaubst du, komme ich jeden Tag hierher? Wegen der Besucher? Ich war immer da für dich, Elisabeth. Immer. Und jetzt kreuzt er auf und du verfehlst ihn erneut. Was kann? Du liebst ihn noch. Gib zu, dass du ihn noch liebst. Was bist du für ein Mensch? Ich lass nicht zu, dass er alles kaputt macht. Ich kann dich nicht daran hindern, weiter hierher zu kommen. Aber ich werde nie wieder ein privates Wort mit dir wechseln. Es wird nie wieder wie vorher. Fred. Nie wieder. Das geht so nicht weiter. Das wäre viel besser. Harry muss abreisen. Das will er sowieso. Sobald er wieder fit ist. Was hat er denn? Im Bauch. Pastor Bruns hat angerufen. Ich möchte den Gottesdienst mit Ihnen durchsprechen. Was für ein Gottesdienst? Ja, den für Schwester Hildes Einsegnungsfeier morgen.
Was soll das hier? Das lag in der Kapelle. Ich dachte, das wäre ihr's. Ich hätte es dir schon gesagt. Aber was verdammt nochmal? Was haben sie dir im St. Patrick's Hospital gesagt? Nun red doch endlich, Himmel, Herrgott! Dass sie mich aufsäbeln wollen. Dass sie mir ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel meines Magens rausschnippeln wollen. Und wahrscheinlich auch noch ein Stück meiner Speiseröhre. Dass meine Prognose danach ungewiss ist. Dass meine Chance, dann noch 5 Jahre zu leben, bei 30% liegt. In meinem Stadion. Die wirken wirklich Wunder. Auch eine. Wann ist der OP-Termin? Gibt keinen. Wie? Ich lass mich nicht operieren. Bauch. Hätten Sie einen Moment? Ich meine... Ich habe über die Frage nachgedacht. Welche Frage? Naja, Ihre Frage. Ob ich glaube, hier an der richtigen Stelle zu sein. Ach so, ja, natürlich. Meine Frage. Ich glaube, es hat etwas mit meiner Kindheit zu tun. Sie wissen ja, ich hatte nie ein richtiges Zuhause. Das hier, das ist meine Familie. Kann denn die Kommunität ein bloßer Ersatz für im Leben Vermisstes sein? Nein! So ist es ja auch gar nicht. Ich fühle mich doch vom Glauben erfüllt. Bitte, Schwester Elisabeth, geben Sie Ihren Segen für meine Aufnahme. Sind Sie wirklich sicher, Gott das Ja-Wort geben zu wollen? Ja, natürlich. Wie können Sie da so sicher sein? Ich gebe ja zu, ich habe Zweifel. Aber dann muss ich immer daran denken, wie unglücklich ich war. Mit meinem Studium, mit mir selbst. Freunde nahmen mich mit zu einer Rüstzeit. Und da wurde dann über den ersten Petrusbrief gesprochen. Nachdem der euch berufen hat und der heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Ich wusste plötzlich, dass Gott mich persönlich meinte. Dass er mich akzeptierte. In all meiner Unfertigkeit. Das war mein Ruf. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht will er mich ja hier. Gerade hier, so wie ich bin. Was sagen Sie? Also, für mehr als Kaffee und Butterkekse wird es bei der Tafel anschließend nicht reichen.
habe Sie schon vermisst. Wirklich? Ja, ich wollte Ihnen was sagen. Ach, ich Ihnen auch. Ja, dann schießen Sie los. Machen Sie zuerst. Sie und Herr Berg, Sie müssen morgen unbedingt kommen. Zu meiner Einsegnung. Aber gern. Aber ich bin gar nicht mehr da. Wir müssen wieder los. Ich wollte nur noch gerade die Maschinen durchchecken. Danke. Tut mir leid, es ist nur... Es kommt mir so vor, als würde ich Sie schon so lange kennen. Was wollten Sie mir eigentlich sagen? Nichts Wichtiges, vergessen Sie es. Nein, kommt gar nicht in Frage. Ich habe tatsächlich mal eine sehr schmerzhafte Erfahrung mit einer Sense gemacht. Das war meine Schwester. Nicht mit Absicht, natürlich. Sie hieß Schwanhilde, meine Schwester. Wie meine Mutter, wie meine Oma. Fast alle Mädchen in unserer Familie hießen Schwanhilde. Ich will jetzt nichts behaupten, aber ein äußerst seltener Name. Naja, wenn meine Schwester eine Tochter hatte und diese Tochter wiederum eine Tochter bekommen hätte. Ich bin ein solcher Idiot. Besser. Danke. Ich Kräuter. Dank dir. Ja. Ich wollte dir noch etwas zeigen, mitgeben auf dem Weg, bevor ihr fahrt. Es ist ein Lesezeichen drin, ich habe es angestrichen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist nicht die Ellie, die ich mal kannte. Das Alte ist vergangen, wirklich? Alles hat seine Zeit, das ist so. Leb wohl, Harry. Der Herr segne dich. Warte mal. Ja? Ich wollte dir auch noch etwas zeigen, bevor ich verschwinde. Aber da müsste ich etwas vorbereiten. Und du müsstest dir heute Abend ein bisschen Zeit nehmen. Heute Abend? Das weiß ich nicht. Das ist nicht so wichtig. Nein, warte. Ja, schön. Wenn es nicht zu lange dauert. Was willst du mir zeigen? Du glaubst doch nicht, dass ich darauf steige. Du wirst ja schon nichts wegholen. Hier, Pauls Lederjacke. Ich denke nicht daran. Fromm und verstockt.
was, na? Kann sein, dass ich schon mal hier war. Wir waren mal hier. Das wolltest du mir zeigen? Deshalb musste ich mich auf diese Rakete setzen? Wir müssen noch ein bisschen warten. Worauf? Dass es dunkel wird. Ich will sofort zurück. Okay. Das Getriebe lässt sich butterweich schalten. Aber fahr sie im dritten bitte nicht über 200 Sachen hoch. Das ist doch... Wer? Eines von euren unbefleckten Klosterlaken. Was soll denn das? Wart ab. Warst du mal auf Ischia? Nein. Ich auch nicht. Überall. Aber nie in Italien. Weißt du noch, unser weißes Cabrio? Ich denke nicht an die Vergangenheit. Ich lebe hier und heute. Und im Vertrauen auf den Herrn. Wie hast du das gemeint? Der Tod hat keine Macht über uns. Auch wenn ich von allen und allem verlassen bin, weiß ich, dass er bei mir ist. Auch in der entscheidenden Stunde. Praktisch, so ein Glaube. Ich frag mich nur, wie das wohl sein wird danach. Auf jeden Fall ganz anders. Keine plumpe Fortsetzung des irdischen Lebens in anderen Sphären. Ach, genau so hätte ich mir das Paradies vorgestellt. Als Erfüllung von allem, was ungelebt geblieben ist. Was soll denn das werden, Harry? Setz dich hin! Halt den Mund! RT-200. Oh! Wo hast du den Film denn her? Wir hatten damals die Kamera von Bruno geliehen. Und der hatte all die Jahre die Filmrollen auf seinem Dachboden liegen.
machst du das, Harry? Warum kommst du wieder nach einer halben Ewigkeit, zwingst mich, mir das anzuschauen? Ich hatte alles so gut da drin verschlossen, damit es nicht mehr wehtut. Warum tust du mir weh, Harry? Das ist das, was ich am wenigsten möchte. Als du damals fortgingst, da wusste ich nicht, wie ich weiterleben sollte. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich dachte, wenn er mich so zurücklässt, hat er mich nie geliebt. Ach, Harry. Wie habe ich dich geliebt? Bedauerst du am meisten, Harry? Ich meine, wenn du so nachdenkst über alles, was vielleicht ungelebt geblieben ist, was bedauerst du da am meisten? Dass ich zu niemandem sagen kann, ich bin dein Großvater. Und zu niemandem, ich bin dein Vater. Und nicht, ich bin dein Mann. Nacht, Elli! Hey! Bruno, für Hildes Einsegnung. Ah. Na, dann bleiben wir noch da. Ich danke dir. Wofür? Oh, für alles, Bruder. Wird ein schöner Tag. Gesucht. Nachdem sie sich beim Morgengebet, die Oberin ist schon da. Oh, oh, um Gottes Willen. Ja, das kann man auch sagen. Ja. Das ist nicht so unser Ding, ne? Oh, Entschuldigung. Liebe Schwester Elisabeth, endlich wieder eine Einsegnung von einer Schwester unter 30. Sie müssen mächtig stolz sein. Ja, oh ja. Ich bin schon ein wenig früher da. Ich wollte noch kurz was mit Ihnen besprechen. Ja, gern. Ich bekam heute früh einen Anruf von einem, nun ja, hochrangigen Vertreter der Landeskirchenleitung, der wiederum einen guten Bekannten hat und der hat ihm... Ach, ich will's kurz machen. Es steht der Vorwurf im Raum, Sie, Schwester, hätten in grober Weise gegen unsere Glaubens- und Lebensregeln verstoßen. Indem sie in einer Liebesbeziehung zu einem Mann stünden. Ich, aber wie, ach, das ist bestimmt ganz leicht zu erklären. Ich wollte Sie nur vorwarnen. Vorwarnen?
Leider kann die Kommunitätsleitung die Sache nicht einfach so ignorieren, auch wenn ich das am liebsten täte. Lassen Sie uns diese lächerlichen Anwürfe statutengemäß klären und entkräften. Und es ist gut. So, und jetzt genug davon. Ich habe Pastor Bruns schon gesehen. Und ich bin auch mal wieder gespannt auf Ihren Chor. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Der müsste schon längst da sein. Ich geh noch mal oben gucken. Vollkommen durcheinander. Ich kann überhaupt nicht mehr klar denken. Mhm. Hm, geht mir ähnlich. Weil ich die ganze Zeit die Visage von dieser miesen Ratte vor Augen habe. Warum tut der mir das an? Uns? Fred tut es uns an. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie dich rausschmeißen. Oh, bitte mach's nicht noch schlimmer. Lass uns lebwohl sagen. Hier, jetzt erfacht. Das war schön, dich zu lieben in diesem Leben. Das war es wert. Ach, Scheiße, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Keine Zeit. Und wie ich den Laden hier kenne, hat er sich wohl was dabei gedacht. Eins, zwei, drei. Harry? Seid ihr bereit, Schwanhilde Schumann ganz in eure Gemeinschaft aufzunehmen? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Gottes Hilfe. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf dich. Amen. Thank you.
Ich rufe die Polizei. Tu das. Aber vorher rufst du im Orden an und nimmst diesen Mist zurück. Ich denk nicht daran. Oh, doch. Und wenn ich jedes einzelne Wort aus dir rausprügeln müsste. Du bist doch von mir, sonst mich totschlagen. Scheiß auf dich. Aus ihm selbst. Nur zu! Wenn du Elisabeth noch tiefer reinreißen willst, das Einzige, was du noch für sie tun kannst, ist abhauen. Hau ab! Wissen Sie, dass ich nie einen Ruf hatte? Keine persönliche Anfrage Gottes. Keine innere Stimme. Kein Erweckungserlebnis. Nichts. Sie sind zu streng. Vor allem mit sich selbst. Ah, guten Morgen, Herr Hausmeister. Morgen, Frau Schwester. Na, ist alles okay? Es ist nur der Apfel. Die Birne. Hallo? Er muss die ganze Nacht dort am Straßenrand gelegen haben. Die Blutung in der Bauchhöhle war zum Glück nur klein, aber in Kombination mit dem geschwächten Allgemeinzustand kam es dann zu dem Kollaps. Wir konnten ihn ohne chirurgischen Eingriff stabilisieren. Er schläft jetzt und er ist momentan außer Gefahr. Eine richtige Entwarnung kann ich aber leider nicht geben. Ich denke, Sie wissen, wie es um ihn steht. Mal vielen Dank für Ihr Verständnis, liebe Schwester. Wie gesagt, betrachten Sie diese Befragung bitte nicht als Verhör, sondern als einen Akt. Nun ja. Ja, ja. Ich denke, wir können das abkürzen. Bestätigen Sie uns einfach, Schwester, dass die Anschuldigung aus der Luft gegriffen ist. Und die Sache ist für uns formal vom Tisch und wird von uns mit aller Entschiedenheit dementiert. Sie müssen einfach nur sagen, es stimmt nicht. Das kann ich nicht. Du bist verrückt. Das geht nicht. Du hast Verantwortung. Du kannst nicht einfach alles hinschmeißen. Ich schmeiße nicht alles hin. Ich nehme etwas wieder auf. Aber nicht meinetwegen dieser Schritt. Nur deinetwegen, Harry. Es gibt für mich keinen anderen Grund, diesen Schritt zu gehen. Das mit mir hat doch überhaupt gar keine Zukunft.
Jetzt weniger denn je. Harry, ich will, dass du auch deinen Schritt machst. Ich lass mich nicht aufschneiden. Und ausweiden. Mit Gift vollpumpen. Nee, 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 nee. Nur um nachher sowieso ins Gras zu beißen. Wie kannst du so etwas von mir verlangen? Oh. Weil ich nicht will, dass du einfach von mir wieder so weggehst. Und weil ich keine Sekunde von der Zeit, die uns bleibt, versäumen möchte. Das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dahin... Oh, Ellie, bitte. Kein Klostertalk. Ach, du bist ja unmöglich. Unmöglich. Ach, na ja, wirklich. Ich will ganz einfach bei dir sein. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Dieses Haus wurde gebaut zu Ehren König Georgs II., der im Gegenzug... Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Arbeit, die Kiste wieder hinzukriegen. Ja, aber mit meiner Hilfe. Oh, gut gemacht. Ich werd verrückt. Was soll ich damit? Oh, Sole mio, da wolltet ihr doch immer hin. Wieso das gehen? Ich muss jede Woche einen Tropf. Ich bin gelernte Krankenschwester, hast du das vergessen? Oder willst du mich nicht mitnehmen? War schön gemütlich, ja? Was meinst du mit gemütlich? Na, du sitzt ja nicht auf deinem Motorrad. Ellie? Hat Paul die Bremsen kontrollieren lassen? Ellie, du bist noch genauso eine schlechte Beifahrerin wie vor 50 Jahren. Hm.